Kannst du den Damit? Also, der Kerl hat doch noch nie Alistair gespielt. Bro. Also, ist das krank. Bro. Who's that Pokemon? It's no way for you! Kannst du dir vorstellen, nach dem Projekt noch weiter Adicary zu spielen? Ja, klar. Aber erstmal würde ich gerne das Projekt schaffen, weißt du? Das wäre der erste Schritt. So viele Desktop-Symbole. Wieso, mein Desktop ist doch voll aufgeräumt, oder? Der ist doch super aufgeräumt, der Desktop. Guckst du Fußball heute zu? Nee, ich erwarte den Live-Ticker aus dem Chat, erwarte ich, ja. Wenn es jetzt Wetzen gibt, sind meine 9 Punkte ja quasi nichts mehr wert, beziehungsweise haben keine Aussagekraft. Wie? Natürlich haben die Aussagekraft, was? 900.000 Punkte sind absolut insane, hä? Ich meine, wir müssen, würdet ihr lieber, okay, wir machen einfach ein Voting. Wetten, ja, nein. Warum nicht? Wir machen einfach ein Voting. Ihr dürft entscheiden mit den Wetten. Das würde mich eh interessieren, wie ihr dazu steht. Das Gamble kann man halt viel mehr Punkte haben, ohne viel Watchtime, aber du musst halt jedes Mal richtig tippen, Karma. Also es ist schon eine sehr, sehr riskante Art und Weise zu vermehren, seine Punkte. Man sollte mal gegen Wetten sein, wo es um nichts geht. Naja, ich meine, es ist schon Prestige, viele Punkte zu haben im Chat, ganz klar. Also die Punkte zu sammeln, die aufzubauen über die Zeit. Also es gibt hier Leute, die haben über 1 Million Punkte gesammelt über die Jahre. Das ist insane. Ich weiß nicht, gegen Kaiser habe ich auch noch keinen Pick, der gut ist. Was mit Ash hier? Ein bisschen Utility reinbringen? Oder lass uns mal den Heimerdinger probieren, komm. Lass uns den Heimerdinger mal probieren hier. Ja. Kurz vor der Mille spart seit 2 Jahren, darauf fühlt sich schon komisch an, wenn das einer eine Wette gewinnt nach all der Zeit. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich schon, aber du weißt, genauso gut kannst du halt alles verlieren. Wenn du jetzt 100.000 Punkte setzt, was ja einen Monat lang warten ist, und dann sind die, oder zuschauen ist, und dann ist das einfach weg. Ich unterstütze nochmals Einschränkung zum Wettspiel und stimme für ein Nein aus Prinzip. Aber schau mal, 66%, aber gegen 34%. Ich meine, tatsächlich ist das nicht eine absolute Mehrheit, ne? Mach mal statt Wollen wir wollen für 1 Million mal ein Aram, bitte. Ich meine, ich habe mir immer mal vorgenommen, dass ich das ändere, also was man sich aussuchen kann, wenn das Sinn macht. Das hab ich mir immer schon vorgenommen. Aber am Ende des Tages, ich mag den Stream halt so, wie er ist. Und ich will halt nicht zu viele verschiedene Optionen haben, weil ich halt gerne so den Stream habe, wie er jetzt ist. Mit 2 Millionen T-Shirt, du darfst keinen physischen Gegenwert bieten für die Punkte. Das ist nicht erlaubt auf Twitch. Okay, dann schauen wir mal hier. Nehmen wir jetzt mal ein Game ohne Abstimmung. Einfach nur, damit ihr lernt, dass Glücksspiel schlecht ist, okay? Also ein kleines Game ohne Wette. Nice, Mana Flowband Frog. Ja, zurück, ja. Ja, mehr ganze Oten. Oh, no way of my Heimat, that's goddamn right, Kollege. Mein Heimerdinger ist relativ stark hier, oder? Größer von Peter? Ja, grüß dich, Peter. Jetzt konzentrier dich mal bitte. Du spielst Yasuo, weh, du gehst 0-10, ne? Auch mal Servus, Peter, in Chat schreiben. Twitch-Chat, was ist das denn hier für eine Einstellung? Wo sind denn hier die Peter-Fans? Das ist leider kein Ziel, das ich wirklich hopsen kann. Ein Turret stellen können, aber ich wollte Turret nicht opfern direkt. Ich dachte, der schert in einen Minion. Das ist, glaube ich, das Problem von Heimerdinger auf der Botlane, dass die Turrets halt so unglaublich squishy sind. Und dass jeder AD-Carry die so leicht wehrt. Aber V-Max macht nicht viel Sinn, oder? Als AD-Carry-Heimer. Mana-Kosten sind auch relativ hoch bis jetzt. Oh, und alle meine Türen sind weg. Heals Batman. Wir wollen auf jeden Fall die Pressure weiter halten und direkt TP'en und die Wave wieder reinpushen. So, jetzt bildtechnisch. Ich denke, dass es Richtung Ludens First geht. Wir wollen auf jeden Fall halt Damage auf den Turret, so viel es geht. Kannst du dir eine Karriere im Metallbauer vorstellen? Nö. Ich würde ganz gerne weiter Streamer sein. Tatsächlich sollten die beide sterben am Yasuo. Aber ich habe es trotzdem natürlich missplanet. Ich bin zu spät geflasht. Oh, ich krieg auch nur den einen. Oh, ist ärgerlich. Ich soll ja auch nicht. Die Waves stehen so gut für mich. Egal. Lass uns das schnell reinpushen. Wir haben jetzt Ulti auch zur Verfügung. Trap Monster ist so ein koreanisch, so ein K-Pop-Star, ne? Oder so ein Rapper. Warum hat unser Toplaner Ghost dabei? Was? Dass wir die killen können, leider.
That's pretty good. Nice, das sind die Stärken von Heimerdinger, ne? Diese Fights, wo seine Spirits stehen bleiben und wo er einfach hitten darf. Ja, das ist sehr, 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 sehr big für uns. Sehr big. Schade, dass ich die Granate nicht so connected habe, bevor sie den Dash macht. Meine dicke Bertha war etwas deplatziert, ne, leider. Die hätten wir besser stellen müssen, die dicke Bertha. Ich frag mich immer, was der Build ist aktuell auf Heimer. Wie würdet ihr Heimer spielen? Würdet ihr für Rubber Second gehen, Liandry Second, Sonja Second, Ludens First, Malignans First? Ich meine, das ist, also ich würde jetzt hier in. Ich meine, die Gegner haben halt drei Melees, aber sie haben halt auch Kaiser und Azir. Vielleicht Liandry's einfach oder Rylai's halt. Ich meine, das sind halt die. Also das ist jetzt, wo ich gerne für gehe. Wir wollen jetzt schon, dass wir den Third hier bekommen als nächstes. Ist Mage's viable? Auf Heimer nicht, nein. Ich meine, du musst mit Heimer musst du dich in Gefahr bringen, um maximal Damage zu machen. Kannst du bitte den CC'en? Wie meine Turrets killen, Bro. Es gibt's da nicht, ey. Die haben halt schon sehr, sehr krassen Burst. Die Kaiser ist auch echt gut im Saft, ja. Ich weiß nicht, dass der immer weg ist, wenn ich gedived werde, der Alistar. Kannst du garantieren, dass der nicht da ist, wenn ich angegriffen werde? Und dann wastet er immer seinen CC. Ich meine, gut, der hat wahrscheinlich noch nicht viel mit Heimerdinger gespielt, ne? Das passiert. Heimerdinger ist auch ein sehr untypischer Pick. Muss man fairerweise sagen. Wer spielt Heimerdinger? Vielleicht sollte man einfach weder Rylai's noch Liandry's gehen, sondern einfach Sonjas Rabadons. Vielleicht ist das noch besser. Kannst du den Damage... Also, der Kerl hat doch noch nie Alistar gespielt. Bro. Also, ist das krank. Er kann einfach die Kaiser wegschieben. Oder Combo und dann kann ich sie bursten. Er failt seine ganze... Aber... What? Sag mal, wie kann denn das Master-Elo sein? Wie können die denn so shit sein, alle? Also das ist wirklich crazy, wie schlecht Master-Elo ist. Wenn er jetzt noch das Local-Gold klaut, dann raste ich langsam... Also... Könnten probieren für die Kerl? Ich weiß nicht, ob wir die können. Naja, also... Ist schon wieder falsch rumgelaufen, ne? Also, ich möchte mal kurz erwähnt haben. Okay, die haben einen ultra gefeedeten Viego, haben sie. Zum Glück scaled Viego ja nicht so gut. Schön in die Bro! Das ist echt zu viel, dieser Kerl. Ist das krass. Ja, das fällt. Ja klar, der hat ihn weg, also der hat ihn, anstatt dass er ihn so geschoben hat, hat er ihn nach da geschoben. Das heißt, ich kann keinen, also der muss halt viel kürzer laufen. Also hier kommt Mitte, wenn ich nicht mehr gucke.
Da habt ihr so ein bisschen die Stärke des Dongers gesehen in dem Fall. Gute Nico-Ult auch, um den zu starten. Ich will es nicht sagen, ne? Aber man hätte vielleicht warten können, bis der Alistair ihn CC da. Ja, das ist, da hat der Alistair völlig recht mit dem Call. Das Problem ist, ich kann die Leona kann ich nicht trappen, weil es eine Leona ist. Die ist zu pinky. Okay, also hier, poppen auf. Nice try. Nice try. Hey Leute. Wir sollten das oben gewinnen können. Und dann können wir ein Nash machen hier, bitte. Ich habe auch noch 3 Turrets. Excellent. Heimerding hat weg. Jawohl. Also als nächstes gehen wir für eine Kryptblume und wir sollten jetzt anfangen, die Drakes zu spielen. Let's go. Merkt man den Unterschied, seit Wenger mitläuft? Also, ich persönlich hatte seit Wenger keinen Scripter mehr. Aber ich habe auch noch nicht so viele Games gespielt, wegen meiner Stimmbandentzündung halt. Das heißt, vielleicht kommt es noch, ne? Aber ich habe halt jetzt wenig Games gespielt, aber in den wenigen Games, die ich hatte, hatte ich jetzt noch keinen Cheater. Schau, wie meine Turrets einfach alle zerschnitzeln, ne? Die Heimerdinger broken. Wir haben gewonnen. Oh! Wir haben actually gewonnen, Leute. Oh mein Gott, was ein Comeback. Der goddamn Fertigsteller. Heute haben wir ein gutes Mindset. Okay, da muss man auch mal loben. Schaut mal, hier. Ziemliches Macher-Mindset hier. Da wird nicht aufgegeben. Schön. So, okay. Jetzt klar. Jetzt 2 Wins in Folge, Leute. Aber wisst ihr noch, was noch viel wichtiger ist? Mein Tee ist fertig. Oh, Baby. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt.